Ja, schönen guten Abend. Hallo. Mein Name ist Minka Hauschild. Ich bin so ein Fossil in der Yoga- und Dharma-Buddhismus-Szene. Ich mache das schon ganz lange und kenne auch Ananda aus dem Berufsverband der Yogalehrer und erfuhr hier von der stillen Mitte. Und dann wurde ich gebeten, Mensch, mach doch eine Metta-Meditation. Ja, ja, mache ich. Okay, und jetzt kommt das näher mit der Metta-Meditation. Ich merke, ey, das geht so nicht. Wer von euch ist Yogalehrerin? Ah ja, okay, gut. Dann kennt ihr die vier Brahma-Viharas. Die finden wir auch in Patanjali. Das sind Brahma, sind die Götter, und die Viharas sind die Wohnstätten. Also die Wohnstätten der Götter sind vier emotionale Zustände. Metta, liebende Güte, Mudita, Mitfreude, Karuna, Mitgefühl und Upekkha, der Gleichmut. Fein. Ayakema sagte, sehr knackig, und ich lade euch ein, das mal zu prüfen, das könnt ihr gut machen. Die sagte immer, wenn ihr denkt, ich liebe dies und das und jenes, und ihr könnt da ein Weil dranhängen, dann ist es kein Metta. Ich liebe Vanilleeis, weil... Spaghetti Bolognese, Tennis, ich liebe dich, weil, ich liebe dich, Schätzchen, ich liebe dich, weil ich da nicht alleine bin, du mir Sicherheit gibst, du mir Bestätigung gibst, wir eine schöne Zeit miteinander haben. Check das mal, mach das mal eine Woche, wann immer ihr merkt, ihr mögt etwas und ihr liebt etwas und ihr findet ein Weil. Es ist kein Metta. Metta sagt einfach nur, ich liebe. Okay, gut. Dann wird es schon irgendwie dünner. Das ist ja ein ganz anderer Zustand, oder? Da kann man auch sehr viele Missverständnisse. Ayakema benutzte das Wort immer sehr ausdrücklich. Sie sagte, das ist so provokativ. Okay. Wir wissen mittlerweile, dass wir, um gute Gefühle zu haben, unsere Bedürfnisse, oder je mehr unsere Bedürfnisse erfüllt sind, umso besser und heller und freundlicher sind unsere Gefühle. Also die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, genug Einkommen, dass wir leben können, aber auch, dass wir gesehen werden, dass wir anerkannt werden, dass wir verstanden werden, dass wir helfen können, dass wir geben können, dass wir uns entwickeln können mit dem, was uns interessiert, dass wir uns verwirklichen können. Und je mehr wir da auf einem guten Weg sind, umso leichter fällt es uns, einfach gute Emotionen zu haben. Oder sie, sagen wir so, sie erscheinen dann natürlicherweise. Sie scheinen einfach auf. Jemand, der gerade befördert worden ist, dem fällt es viel leichter, eine Spende an die Hundestation zu geben, wie jemand, der gerade seinen Job verloren hat. Und jemand, der gerade selber in einer guten Verfassung ist, dem fällt es viel leichter, einer Freundin, der es gerade schlecht geht, nicht nur ein offenes Herz, sondern auch etwas, was wir üben sollten, dem anderen Menschen einen inneren Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sich ein anderer einfach mal für eine Weile ausbreiten und verstanden fühlen kann. Wie weit können wir das? Wie weit können wir anderen einen inneren Raum zur Verfügung stellen? Prüft das mal. Prüft das mal wirklich in euren Alltagsbegegnungen, oder wann bist du im Kopf schon, wartest du darauf, dass das Gespräch an dem Punkt kommt, wo du mit deiner Story einhaken kannst? Und eigentlich den anderen, ja, tap, 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 lass den mal reden, wann ist der endlich fertig? Ja, wann darf ich endlich meine Geschichte? Ja, wie weit können wir uns
zurücknehmen und wirklich, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk, was wir anderen machen. Wie sehr schrauben wir uns hoch, wenn wir in einem Konflikt sind? Ja, Chef. Und dann geht ja diese innere Party ab. Ach, das fühlt sich total lebendig an. Wunderbar. Was passiert? Aufgewühlte Emotionen. Starkes Ich-Gefühl. Mehr nicht. Hohle Luft. Wie gehen wir dann? Und dann kommt jemand und sagt, mach mal Meta. Und du, Meta. Nix da. Mit dem kannst du knicken. Ja? Aber genau das ist es, was man übt. Und dann ist es aber irgendwie auch wie so ein hohles Training. You know? Ich weiß, ich habe früher mal bei, ich habe 10 Jahre bei Aya Kimmer viele Retreats gemacht. Also ich habe keine Bücher geschrieben, ich bin nicht berühmt und so. Ich habe einfach ganz viele Retreats gemacht. Ich habe ganz viel gelebt und ganz viel praktiziert und war viel in Asien. Und ich kam von einem Metta-Retreat und wir haben eigentlich fast nur diese liebende Güte gemacht, ja. Und gehe irgendwie bei mir zu Hause um die Ecke zur Apotheke, um irgendwas zu holen, Aspirin oder so. Und bin völlig erschrocken, wie unfassbar unfreundlich ich die arme Apothekerin anblaffe. Wegen irgendwas. Und wie ich merke, ich sitze auf heißen Kohlen. Ich bin so unfassbar wütend, wo ich dachte, hä? Was geht denn hier ab? Ja. Da habe ich dann sehr gezweifelt an der Methode. Und jetzt soll ich die hier lehren. Gut. Was kann ich denn lehren? Nix. Sehr modern geworden ist Self-Compassion. Habt ihr alle schon gehört? In unserer hypernarzistischen Gesellschaft sind wir jetzt alle mit Self-Compassion unterwegs. Aber ey, wir brauchen es auch wirklich. Ja. Und wenn man auf einem meditativen Weg geht, ja, Stille und so, und ich will glücklich sein oder ich will Frieden finden. Hey Leute, das ist das, da ist der Buddha mit gestartet. Ja, das ist nicht der Endweg, das ist mal der knappe Anfang. Und wenn ihr euch wirklich auf einen spirituellen Weg begebt, und das könnt ihr ab jetzt hier, dann ist das auch kein Zuckerschlecken. Also Meditation eigentlich im eigentlichen Sinne als spiritueller Pfad ist nicht witzig. Ja? Und Ruhe geht anders. Du begegnest es recht, wenn du in längeren Retreats bist, all dem in dir, was unausgegoren, was spannungsgeladen, was du lieber wegdrückst, wo du nicht hinguckst, erst recht in diesen Schweigeretreats, wo du auch nicht mit Übersprungshandlungen irgendwas ausagieren kannst oder mal eben eine App senden oder irgendwas. Das geht nicht. Ist völlig auf dich gestellt und der ganze Kladderadatsch kommt hoch. Und du sitzt da und hältst die Klappe. Und dann geht der auch mal wieder weg, 2 Tage später, aber dann kommt der wieder und hat eine andere Gestalt und so. Und dann heißt es, jetzt üben wir die liebende Güte. Also es gibt ja auch diesen Spruch, fake it till you make it, kennt er wahrscheinlich, ne? Also tue so, als wärest du, so lange, bis du es machst. Und ich glaube, so ist es gemeint. Oder so ist es eine Arbeitshypothese, damit könnte man arbeiten. Das dürfte funktionieren. Ansonsten kommt es ja auch aus einem monastischen Kontext und Mönche und Nonnen in Sri Lanka, ist Bante noch da? Nee. Doch? Hier? Ich habe ihn lachen gehört. Wo? Unten. Achso, okay. Gut, dann kann ich es ja sagen. Ja, die leben ja auch einfach in einem völlig anderen Kontext wie wir. Ja, das ist deren Beruf. Die sind in ihren klösterlichen Strukturen aufgehoben und geborgen. Die haben da zwar sehr viele Regeln und sehr viele Commitments und taffe Tagesabläufe und so. Ich bin viel mit Mönchen und Nonnen befreundet in Tibet und in Nepal und kenne die auch sehr privat. Und sobald die aber privat sind, sind das ganz normale Leute. Ja? Und liebende Güte, da sind die genauso selfish wie wir auch. So, was machen wir jetzt mit dieser liebenden Güte?
Über die Jahre und Jahrzehnte hat diese Praxis, und das war jetzt nicht nur die Metta-Meditation, sondern eben auch viele, viele andere Praktiken dazu geführt, dass ich sehr viel freundlicher mit mir selber umgehe. Sehr viel freundlicher. Dafür hat es aber viele Methoden gebraucht. Eigentlich so ein ganzer Blumenstrauß, nicht nur die Metta-Meditation. Aber Metta ist eine davon. Oder Tonglen. Vielleicht mache ich mal ein Tonglen-Wochenende hier. Das fände ich, glaube ich, gut. Also eigentlich ist der spirituelle Weg, der buddhistisch-spirituelle Weg, ist ein Einsichtsweg. Und du gehst erstmal durch alle Ambivalenzen, durch alle Widerstände, durch alle Unausgegorenheiten, durch alle falschen Ansichten über dich und die Welt. Die guckst du dir an und die gleichst du ab. Und das machst du nicht heute und morgen, das machst du über Monate, über Jahre oder auch über viele Leben. Who knows? Je nachdem, wie schnell die Einsicht gelingt und wie sehr einen die Engel gerade begünstigen mit einem klaren Bewusstsein. Und wenn wir, je tiefer wir die Dynamiken verstehen, wie wir alle verwickelt sind, in uns verwickelt sind, in der Familiendynamik verwickelt sind, in der Situation verwickelt sind, in der Generation verwickelt sind, umso mehr kriegen wir es hin, damit einverstanden zu sein und die Leute zu mögen. Auch wenn sie noch so bescheuert sind. Ja? Da gibt es ethische Grenzen. Ja? Es gibt ein Maß von bescheuert, das ist ein No-Go. Ja? Das muss man sehr klar, da musst du eine saubere Ethik haben. Da gibt es ein sehr klares Maß, wo Freundlichkeit nicht mehr angemessen ist. Aber ich meine jetzt so das normale Verworrensein, die normale Neurotik. Ja? Wo man dann einfach denkt, ja, okay, ne? Du hast zwar einen Knall, aber irgendwie, ich hab dich lieb. Kann ich anders, ich hab dich lieb. Das ist Metta. Und da fängt an, so Metta so ein bisschen to sparkle. So, das fängt an zu perlen, das fängt so an, so ein bisschen aufzutauchen. Das durchblubbert so ein bisschen, das durchperlt so ein bisschen so deine Weltsicht. Okay, dann sind wir schon mal bei den anderen. Aber bei uns machen wir das ja noch lange nicht. Ja? Das, was wir bei den anderen durchgehen lassen, das erlauben wir uns doch niemals, oder? Daher ist das mit dieser Self-Compassion auch wirklich wichtig. Also wir leben hier in einer Druckgesellschaft mit viel falschem Druck, wo es wirklich wichtig ist, dass wir lernen, einfach freundlich auf uns zu schauen mit unseren ganzen Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Und dann ist es im Buddhismus immer so, du bist nicht okay, ich bin nicht okay. Wunderbar. Lassen wir es einfach so. Und ich finde, das ist vielleicht eine abgespeckte Version, aber das ist Metta. Und da musste ich mich jetzt gerade so in der Vorbereitung für diesen Talk zu durchgraben, ja, weil diesen hohen Anspruch, den kann ich euch nicht erzählen. Ja, ich kann euch nicht sagen, setzt euch hin und liebt irgendwie alle Wesen. Killefit, nichts passiert. Ist ja, wer sind denn alle Wesen? Ja, also auch, ne, du kannst die lieben, die du kennst, die lieben, mit denen du befreundet oder verfeindet bist oder deine Kollegen, aber man sagt ja im Buddhismus zum Wohle aller Wesen, vielleicht kennt ihr das ja, ne? Mögen alle Wesen glücklich sein, frei sein von Leid, frei von den Ursachen des Leidens, mögen alle Wesen in Gleichmut ruhen. Und das ist so ein, aber wirklich so ein Standardspruch. Und für mich ist es immer so, wenn ich sage, zum Wohle aller Wesen, ist das eigentlich nichts. Da kann ich nichts fühlen. Ja? Aber wenn ich jetzt hier zu euch einen Kontakt herstellen soll oder immer auch ein guter Test sind die Leute, die wir nicht mögen. Also man sagt dann, mach Metta mit deinen Feinden. Das wird sehr gerne gemacht. Und dann nimmt man dann eben jetzt nicht so die Erzfeinde, sondern nimm einfach irgendeine Freundin, mit der du definitiv nicht in den Urlaub fährst. Mit der? No go. Ja? Schick sie nach Norwegen, ich fahre nach Sizilien. Das ist möglichst weit auseinander. Das reicht. Also da ist die Herausforderung schon groß genug. Haltet da den Ball angemessen flach, weil da passiert bei dir was emotional. Da wird es konkret. Ja? Deswegen finde ich zum Wohle aller Wesen einfach immer gerne
das konkret zu machen, weil dann können wir was fühlen. Wenn wir nichts fühlen, ist es ein Abstraktum und dann, wer sind denn alle Wesen, kenne ich doch eh nicht. Genau. Aber nichtsdestotrotz wird einfach in den klassischen Texten, im traditionellen Buddhismus, im Theravada-Buddhismus, in dem Yabante praktiziert als Sri Lanka-Mönch, das ist das Land für Theravada, oder auch eben bei Patanjali, Ananda, stimmt das? Ja. Patanjali hat die vier Brahma-Viharas, ne? Ja. Ja, genau, eben. Und deswegen ist das nämlich auch so in dieser Begegnung von Yoga und Buddhismus, sind die so populär, weil das sowohl im Buddhismus so wichtig ist, als auch bei Patanjali. Beide beziehen sich auf diese vier Wohnstätten der Götter. Liebende Güte, Mitfreude, Mitgefühl, Gleichmut. Wir werden es heute nicht streifen, vielleicht zu anderer Gelegenheit. Gleichmut ist übrigens noch wichtiger als liebende Güte. Das mache ich jetzt nur mal eben so in Klammern, Klammer auf, Klammer zu, schiebe es dann aber wieder zur Seite, weil liebende Güte ist heute das Thema. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Praxis dazu. Habt ihr Fragen? Ist da irgendwas? Ja. Gucken wir, wie es geht, hm? Mit der Freundlichkeit. Hm? Ja, sounds good. Okay. Gut, findet einen guten Sitz, der für dich würdig und bequem ist und genau in dieser Mischung. Ist ja auch so eine Herzöffner-Meditation, hat Max wunderbar vorbereitet, nehme ich direkt mit rein. Mhm. Herzraum, weil Herz, hier haben wir diese, also Herz und Leber sind eigentlich die Organe für freundliche Gefühle. Herz mehr für Leber, Herz mehr für Liebe, Leber mehr für Freundlichkeit. Wenn wir an die Liebe nicht rankommen, weil das Herz gerade gebrochen ist, nehmen wir die Freundlichkeit der Leber, reicht auch. Ja, geht halt mit dem, was man hat. Okay, stellt euch bitte vor, du atmest und das machst du gerne in deinem Tempo, in dem Vierertakt, den Max eben angeschlagen hat. Vier Takte ein, vier Takte aus. Und zwar, du atmest von vorne in dein Herz, von deinem Herzen nach vorne aus. Von hinten in dein Herz, von deinem Herzen nach hinten aus. Von rechts in dein Herz, nach rechts aus. Von links in dein Herz, nach links aus. Von unten in dein Herz, nach unten aus. Von oben in dein Herz, nach oben aus. Alle Richtungen. Vorne, hinten, rechts, links, unten, oben. Vorne, hinten, rechts, links, unten, oben. And go. Eins, zwei, drei. Vorne ein. Eins, zwei, drei, vier. Nach vorne aus. Eins, zwei, drei, vier. Von hinten ein. Eins, zwei, drei, vier. Nach hinten aus. In deinem Tempo. Rechts, links, unten, oben und wieder von vorne. Dabei wird dein Atem feiner. Mach ruhig eine zweite Runde. Dabei wird der Atem lichthafter. Und die Energie deines Atems tritt mehr hervor. Das Physische des Atems tritt zurück, die Mechanik. Und das Pranische des Atems
geht fast wie ein Lichtstrom. Vorne, hinten, rechts, links, unten, oben. In dein Herz und wieder raus. So als würde sich in deinem Herzen Soma ansammeln, flüssiges Licht. Und wenn du dann deine nächste Runde beendet hast, dann spüre deinen Herzraum und atme einfach von innen in alle Richtungen, wie in eine größer werdende Kugel, ein und wieder in den Herzraum, in die Mitte aus, wie ein pulsierender Lichtball. Und lasse dann auch dieses Bild zarter werden, transparenter. Aber der Herzraum ist nun energetisch präsent und da. Und in diesem flüssigen Licht, das ist freundlich. Und es hat Verständnis. Und nun erinnerst du dich oder nimmst den ein oder anderen Aspekt von dir, den du nicht leiden kannst. Irgendwas, was du loswerden willst, was du immer unterdrückst, was dich an dir selber nervt, richtig nervt. Vielleicht erinnerst du eine Situation. Du bist nicht schnell genug, du bist nicht gründlich genug, du bist nicht laut genug, nicht leise genug, du bist zu dick, zu dünn, irgendwas. Du bist immer zum falschen Moment am falschen Ort, bei den falschen Leuten. Das, was du eigentlich willst, kriegst du nicht. Das, was du hast, kannst du nicht leiden. Und dann kommen diese inneren Stimmen und wenden sich deinem Herzen zu und sagen, bitte schau freundlich auf mich. Und dein Herz gießt sein Licht dorthin mit Freundlichkeit und Verständnis, mit Respekt und Anerkennung. So dass diese widerborstigen Anteile milde werden, weil endlich werden sie gesehen und gewürdigt. Anstatt bekämpft und weggeschoben. Alleine diese Praxis reicht. Die können wir Tage und Wochen machen.
Alles das, was wir in uns nicht leiden können. Pick dir einen oder anderen Aspekt heraus. Nimm nicht die ganze Horde, es sind zu viele. Bitte schau freundlich auf mich. Schau einfach freundlich auf mich. Und dann stell dir deine beiden Eltern vor, ganz gleich, ob sie noch leben oder nicht. Und auch ganz gleich, welches Verhältnis du zu ihnen hast. Und auch hier. Bitte schau freundlich auf mich. Ganz gleich, ob sie wohl für dich waren oder schwierig, ob es große oder kleine Kindheitstraumas gab. Das ist egal, deine Eltern sind so, wie sie sind und sie haben das getan, was ihnen möglich ist. Vielleicht war es großartig, vielleicht war es mager. Es sind deine Eltern. Aus deinem Herzen sende ihnen dieses flüssige Licht, das warm ist und freundlich und das versteht, so weit wie es geht. Vielleicht kannst du spüren, wie es ihnen gut tut. Vielleicht auch nicht. Dann stell dir eine Person vor, die du magst. Die jetzt aber nicht dein sexueller Partner oder Partnerin ist. Und das flüssige Licht deines Herzraums fließt zu dieser Person. Da ist Anerkennung mit dabei und Respekt. Da ist Toleranz dabei und Wohlwollen. Da ist Offenheit und Anteilnahme. Alles das ist Metta. Und dann lässt du sowohl die Person, die du magst, als auch deine Eltern wieder vor deinem inneren Auge sich auflösen, genauso wie sie dir erschienen sind, ganz mühelos. Kommst wieder zu dir zurück. In deinen Herzraum
Spüre deinen Körper, spüre deinen ganzen Körper. Und lasse diese Praxis in eigener Zeit verklingen, wohlwissend, welchen Schatz dein Herz birgt. Und wie immer bei buddhistischen Praktiken enden wir mit einer Widmung. Legt dafür, wenn ihr das möchtet, die Hände in Namaste Mudra vor den Herzen aneinander. Spürt nochmal den Herzraum, der ist ja jetzt gut präsent. Und mögen die Früchte, die durch diese Übung entstanden sind, auch all denen zugutekommen, die ich jetzt in diese Praxis nicht mit einbezogen habe. Die, die mir nahestehen, die mir nicht so nahestehen, die, die ich gut kenne, die ich weniger gut kenne, die, denen es gerade schlecht geht, die verwirrt sind, durcheinander, im Stress, in unsicheren Zeiten leben. Mögen alle Wesen glücklich sein, frei sein von Leid, frei von den Ursachen des Leidens, mögen alle Wesen Gleichmut finden und die richtigen Mittel und Wege dorthin. Emma.